Die Cottbusser Messe öffnet wieder ihre Türen zur größten Ausbildungs- und Studienmesse für Südbrandenburg und Nordsachsen. Bereits zum 11. Mal findet sie in Cottbus statt. Vor allem junge Menschen zog es am heutigen Freitag in die Messehallen. Das finde ich sehr gut, dass ich mich hier informieren kann, ja. Um vielleicht einen Beruf zu finden. Und wie findest du überhaupt allgemein, dass es überhaupt so eine Messe hier gibt? Also ich finde es gut und da kann man auch schon mal wegen Praktikum und gucken. Es ist interessant, sich hier umzuschauen. Und hast du dir da schon was ausgesucht? Ja. Was denn? Beim OSZ mich zu informieren. Wir waren gemeinsam beim OSZ. Okay, was willst du da genau werden? Abitur in Fachrichtung Mediengestaltung. Die PR-Agentur als Veranstalter sorgt auch dieses Jahr wieder für einen gut organisierten Messebesuch mit einer Vielzahl an Ausstellern. Rund 200 präsentieren sich in über 3 Hallen. Ausbildungs- und Studiumsmöglichkeiten in der Elektrotechnik und im Maschinenbau sind auf der diesjährigen Impulsmesse im breiten Angebot zu finden und besonders gefragt. Hierzu berät die Handwerkskammer Cottbus die jungen Leute gern. Wir können heute die Jugendlichen hier begrüßen. Die können bei uns am Stand der Handwerkskammer Cottbus sich über zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk informieren. Unsere Lehrstellenbörse ist zum jetzigen Zeitraum schon prall gefüllt. Wir haben über 300 freie Ausbildungsplätze im Kammerbezirk Cottbus zu bieten. Wir können die Stellen hier vor Ort gleich übergeben. Wir können Unentschlossenen Tipps zu Bewerbungen geben. Wir können Praktikumsplätze anbieten. Und wir können natürlich uns mithilfe der, oder die Jugendlichen können mithilfe unseres Lehrstellenradars über ihr iPhone, über ihr Smartphone dann gezielt freie Ausbildungsplätze auf ihrem Handy suchen. Neben der Handwerkskammer gab es auch noch viele weitere Aussteller zu entdecken. Eine Vielfalt, wie es sie noch nie gab. Und das macht es umso wichtiger in der Karriereplanung, vor allem für junge Menschen. Wer also noch viele Fragen bei seiner beruflichen Zukunft offenstehen hat, der ist auf der 11. Impulsmesse gut aufgehoben. Bis Samstag von 10 bis 17 Uhr hat sie noch geöffnet. Ein Besuch kann den ein oder anderen Unentschlossenen ja vielleicht doch noch auf die Sprünge helfen.